Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 7D2D. Die werden wir heute mal gucken. Wir haben ja gestern eine Schatzkarte bekommen und die werden wir heute mal gleich mal nutzen. Ne? Hallo, hallo an alle, die es angeht. Wenn du im Besitz dieser Notiz bist, dann ist es gut. Möglich, dass ich von den Toten aufgefressen wurde. Folge dieser Karte zu meinen versteckten wertvollen Schätzen, die ich vergraben habe, damit Crazy Jack sie nicht findet. Wenn du sie findest, mach das Beste daraus. Liebe Grüße, Nicole. So, das heißt, 1,3 Kilometer entfernt. Das ist dann... ja, irgendwo, ne? 1,3, der rote Punkt ist es nicht. Oh, da. Dann fahren wir hin, ne? Das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir unser Moped und düsen los. So, mein Gepäck habe ich leer gepackt. Ich habe ein bisschen was gegessen. Ich habe auch hier und da ein bisschen was. Die Tür machen wir zu. Ist sie auch zu? Ja. Dass hier keiner reinkommt. Oh. Unnötigerweise, mal gut, wenn ich nicht da bin, kommen sie eigentlich nicht rein. Aber wir beugen vor, ne? Das wäre ganz gut, wenn wir ein bisschen Messing finden, um Munition bauen zu können. Das heißt, wenn wir ein Auto finden mit entsprechender Ausstattung. So, Zombie frei. Und dann werden wir später mal die Reparaturen vor durchnehmen. Also hier haben sie mal kräftig eingerissen. Da muss ich mal Kontrolle machen, ob sie hier irgendwo mal gebuddelt haben. Ne? Wow, da haben sie auch eingebuddelt. Das Gestein. Ja, ja, die sind überall. Also gut, sie wollen im Graben rein, ne? Beziehungsweise der Graben ist nur der Weg, den sie leben können. Rein theoretisch. Ja, aber... So, nach rechts geht's zur Eiswüste. Wir müssen eigentlich... gucken. Wir müssen rechts fahren normalerweise, wenn mich alles täuscht. Da wollen wir hin. Wir können auch die andere Richtung fahren. Geht auch. Kommen wir rum? Fahren rückwärts, ne? Ist ja ein rückwärtsfahrendes Moped. Nur nicht eine Eisenfalle einfahren. So. Geben wir mal ein bisschen Vollgas. Benzin hier mal mit. Wenn Fall des Feldes, Fall ist, ne? Irgendwann werde ich auch mal in die Wüste gehen müssen, um wieder Ölschiffe zu holen. Aber aktuell denke ich mal, ist es nicht so akut. Ja, letzte Nacht war ganz schön. Dank der vielen Fallen, die ich gebaut habe, kamen sie nicht so recht ans Haus durch den Kran. Auch nicht so recht, ne? Dadurch, ja, mal ganz kurz gucken. Links nicht, rechts, rechts. Wir wollen ja hier ein bisschen was im Schatz finden. Hier kommen garantiert die Geier wieder. Und die mag ich nicht. So, irgendwann ist hier eine Straße. Hier ist so duster, ne? Der Schatz ist links. Über den Berg können wir nicht fahren. Oder ist schon der erste Geier. Wunder, dass ich überhaupt noch fliegen kann hier, ohne die Federkleid so im Arsch ist, ne? Ah, der Typ mag auch nicht. Gut, du willst ja nur erschießen, ne? Alles verbrannt. Das glüht ewig, das Zeug hier.
Da ist sogar ein Auto. Und Geier. In der Nähe. Noch weit weg. Junge, noch weit weg, hinter dem Berg. Oh je. Gucken wir mal ganz kurz einen Blick riskieren. Und dann Straße. Ja, ich habe genug Fleisch zu Hause. Kannst du darfst heute überleben. Und hätte ich gesagt, die Einladung nehme ich an. Dann. Also egal, war noch Zack oder sowas. Mir interessiert immer der Schatz. Hier ist ein Händler. Hat mein Geld nicht dabei. Ich kaufe ganz gerne Bücher, die mir das Wissen vermitteln, dass man ein bisschen schlauer wird, ne? So, dahinter irgendwo. Müsste man irgendwie die Straße weiterhin folgen, ne? Wenn du durch das Gebirge fahren, muss ja auch nicht gerade sein, ne? Ungünstig. Hier sind noch viele Häuser, die man durchgucken könnte, ne? Könnte. Müsste man bald, ne? Eine Kiste haben wir hier auch irgendwo. Und viele Autos. Die lachen mir an. Was machen wir noch im Rückweg? Die Kiste ist da oben, habe ich gesehen. Die Kiste ist da oben. Und Hauptsache weit genug weg. Das ist ein Zombiebär. Puh, der ist aber hart, du. Da ist ein Moped. Ja, wir hauen lieber ab. Zombiebär hat auch nicht mal Fleisch, nur verfaultes Fleisch. So, Schatztruhe, mal eben gucken, jetzt hier irgendwo rechts. Musst du so rasen, nicht Holz. Schlecht, der Geier ist schlecht. Wird niemand Freund werden. So, Messer. So. Wo ist er? Dann nehmen wir ihn mit, ne? So. Jetzt wir fahren mal durchs Tal hier durch, ne? Bums.
Vognhändler, ne? Sieht so aus, ne? Das war interessant. So, wo ist der Schatz? Können wir nur hier mal, sollten wir ranfahren? Und ein Hoppelvieh hier, also. Normalerweise habe ich schon erzählt, ne? Also, ich habe genug Fleisch da. Leider haben wir keinen Kühlschrank. Dann sind die Mopede kaputt. Ist ja auch eine Gegend hier. Oh, der Schatz. Oh! Mistvieh, du! Den muss nicht haben. So, Schatz. Schaufel! So. Ein Magnum ist da ein bisschen sinnlos immer so, ne? Für sowas, ne? Schau mal, wo rot aufblinkt. Hier irgendwo. Außer Leben nichts gewesen, ne? Eis ist hier unten, ne? Ist auch ein Schatz in dem Sinne. Gut, dann gehen wir da lang. Da kann sie sein. Muss da irgendwo sein. Gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das Ding? Also den Berg wollte ich nicht ertragen. Zehn Meter Sattel. Hier mal eine Karte gucken, ne? Naja. Hier drinne. Da ist auch noch blinkt auch noch rot. Ja. GPS gab es oder was? Also lange rot blinken ist meine Nähe. Mal dieser
schnell, der Bursche. Genau, der alte flinker Modeler. Gucken? Nee. Aber auch noch. Ist am Berg mal ein bisschen blöd, ne? Aber gut. Kaffee habe ich da, Mensch. Ich habe Kaffee da. Die graben ja den ganzen Berg weg, ne? So war es ja nicht geplant, ne? Aber in dem Bereich blinkt er immer noch. Die ist warm. Ja, wenn so arbeitet, ist immer warm, ne? So, hier ist ein Brei. Mach ich nie wieder so einen Scheiß. Musst du viel arbeiten, das im Haus mehr zu holen. Ja. Alles in dem Bereich. Mein Schatz. Und daran denkt man Heringe. Echt Quatsch hier. Ja, doch genau Heringe war gewesen. Drei. 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 So, nochmal tiefer gehen. Hier buddeln, ne? Hol mich raus! Ah. Ich sehe. Na. Ja, gut, dann ist. Wo ist er? Entschuldigung, wenn ich einen Schatz genommen habe. Silber und Gold. Okay, das ist. In Ordnung. So, Moped. So, was war das für ein schönes Haus? Das sah mir ein bisschen komisch aus. Dann mal gucken, eine Karte gucken, da was zu sehen ist. Da glaube ich.
Da können wir nebenbei gleich die Kiste holen. Die da gerade runterfällt. Frisch. Frisch geliefert. Die nehmen wir gleich mit. Und dann gucken wir kurz rein im Haus. Ja, zumindest fahren wir hin zum Haus und wenn es dann losgeht, dann werden wir das neue Folge halt machen, ne? Damit wir das auch voll in einer Folge schaffen können. So. Immer hier mal den Bruder hier erlösen. Der nicht hüpfen braucht. Ein Schuss, ist doch gut. Frisch geliefert. So, was haben wir hier schönes? Tabletten, Planhandgranate, Machetenteile. Naja, nehmen wir alles mit. Und jetzt gehen wir so in diesem berühmten Haus. Da fahren wir noch hin. Und dann nehme ich euch dann zur nächsten Folge damit. Bisschen heiß, ne, aber im Haus geht's ja wieder so. Falls wir nur ein Haus finden, ne? Ja, links fahren. Fahren wir mal hier runter im Tal. Der Krabbler hier ohne. Das ist so interessant. Das kann kein Händler sein, das muss ein anderer sein. Mit Schießstern, all drum und dran. So, die Tor, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wegen Winke. Ciao, ciao. Und wir gehen gleich weiter ins Haus in der nächsten Folge. Tschüss.